Hallo Lego-Zug-Freunde und willkommen heute zu einem neuen Video. So, vorab, bevor mich jetzt alle noch weiter anschreiben wegen dieser Spirale. Diese Spirale existiert bei der weltgrößten Miniaturlandschaft. Also darf sie auch in meiner Lego-Stadt existieren. Auch wenn es unrealistisch ist. Irgendwie muss ja der Zug rauf und runter kommen, ohne eine extrem lange Gerade, die da hinten sowieso entsteht. Also bitte, schreibt's nicht alle, dass es unrealistisch ist, dass es nicht, dass ich es abbauen soll oder sonstiges. Die bleibt. Und jetzt beginnen wir mit dem Video. Und zwar heute geht es um die Zugstrecke. Wir werden mal wieder ein paar Gleise verlegen. Weil, wie gesagt, es sieht noch immer ein bisschen leer aus. Ich habe schon einige Sachen hier neben mir, die kommen also alle im Laufe der nächsten Videos. Es werden natürlich mehr Häuser stehen. Am Anfang ist mir halt wichtig, dass mal die ganzen Flächen hier mal verdeckt werden. Auf jeden Fall, wir starten jetzt mal gleich mit dem Video und als allererstes verlegen wir mal die Zugstrecke. Auf geht's! Wer hätte es gedacht? Drixbrix hat mir was Wunderschönes geschickt. Und zwar die genau passende Kreuzung für diese Ecke. Weil wir ja von hier drei Gleise haben und es muss zu zwei Gleisen werden. Und Drixbrix war da die einzige Wahl, beste Wahl. Und dann habe ich mir einfach diese Weiche hier geholt. Bauen wir sie mal ein und schauen, wie sie ausschaut. So, was meint ihr? Wie sieht das aus? Also ich finde, es passt eigentlich. Es ist genauso wie beschrieben gewesen. Aktuell sind halt noch ein bisschen Unebenheiten, wie man hier hinten sehen kann. Aber das gehen wir einfach weg und dann passt das so. Also die Drixbrix-Szene passt ja perfekt hin. Als nächstes werden wir mal hier hinten die Geraden machen. Einmal die hintere Seite. Das wird ja dann alles weggeschnitten. Weil da wird, also von hier dann geht der Zug hinunter und der vordere Teil, der geht hinauf. Der wird dann mit der Strecke hier verbunden. Und jetzt verlängern wir mal die ganzen Sachen. Fragt euch jetzt sicher bestimmt, warum ich hier hinten eine Kurve reingemacht habe. Und zwar ist das der Grund, weil, wie gesagt, der hintere, das geht ja hinunter. Und irgendwann soll es hier hinten schon so weit unten sein, dass es unter der Tischkante halt dann ist. Und der Sinn ist dahinter, dass ich, hier kann ich ja nirgendwo Häuser hinbauen. Das geht ja nicht, weil die Zugstrecke halt da ist. Und ich möchte halt den hinteren Teil hier irgendwie verwenden und deshalb habe ich mir gedacht, okay, dann wird dieser Zug, der hinauffährt, über die andere Zugstrecke, die in den Berg verschwinden wird, also hier, da fährt er ja der Zug hinunter, dort fährt er rauf, dass er hier einfach rauf fährt, da hinten macht er eine Kurve, da wird dann die eine Station sein und dann wird er hier wieder reinfahren. Deshalb habe ich hier eine Kurve reingemacht. Ich schätze mal, im nächsten Video werden wir dann hier hinten den Teil hier versenken. Das passt jetzt ziemlich gut zusammen. Da hinten geht sich nämlich genau aus. Das heißt, die Zugstrecke wäre hier hinten mal erledigt. Das, wie gesagt, kommt dann nächste Woche, dass wir das Ganze hier versenken werden. Ich hoffe, das geht sich bis dahin aus. Vielleicht geht es sogar noch früher aus, weil hier fährt der Zug nur hinunter. Bedeutet, hier kann man es steiler machen.
Ja, wir haben hier noch die tolle Trix-Briggs-Kreuzung. Vielleicht sage ich da noch irgendwas dazu. Finde ich echt super. Die passt super hierher. Die Farben sind identisch, wie ihr sehen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr Trix-Briggs schon kennt. Auf jeden Fall nächste Woche kommt ein Video, wo ich das Ganze etwas genauer erkläre, weil ich eine etwas größere Bestellung gemacht habe und das kam jetzt demnächst alles an, beziehungsweise es kommt jetzt alles demnächst an. Die ist schon da, das habe ich schon eingebaut und ich finde einfach, das passt super daher. Ich weiß noch nicht leider, wie wir den Bahnsteig hier machen werden, weil es sieht ziemlich eng aus. Wenn wir hier möchte ich keinen Bahnsteig haben und hier möchte ich einen Bahnsteig haben, aber der Bahnhof, ja, das wird noch eine kleine Herausforderung. Vielleicht kommt er ja hier irgendwie in die Ecke. Wobei diese Strecke wird jetzt mit der noch verbunden. Die mittlere Strecke wird mit der Strecke, die dann hier kommt. Und die Strecke hier, also die ganz äußerste, fährt dann drüber. Beziehungsweise hier kommt dann noch eine Kreuzung hin, also eine Weiche. Die mittlere fährt dann hierher, auf die andere Seite. Als nächstes bauen wir jetzt mal die Strecke weiter, die parallel der Straßen verläuft. Also jetzt hätten wir mal die paar Schienen verlegt. Jetzt kann ich eigentlich nur noch hier außen ein bisschen weiter bauen, da die mittlere Schiene, da hier eine Weiche reinkommt, die mit dieser Strecke hier verbunden wird. Und das hier wird auch verbunden, nur das wird mit Trix-Briggs-Schienen verbunden. Und hier kommt eine Trix-Briggs-Weiche hin, da die normale Weiche es leider nicht schafft, einen engen Radius zu machen. Bedeutet, die mittlere Schiene muss ich eigentlich so lassen. So, perfekt. Ich glaube, das passt einmal fürs Erste. Also, ich hoffe, ihr wisst alle, was ich meine. Ich erwähne es noch einmal. Die wird mit der verbunden. Die wird mit der, die noch nicht existiert, verbunden. Und wird geradeaus weiterführen. Da kommt aber eine Trix-Briggs-Weiche hin, die noch nicht da ist. Ich hoffe, die kommt jetzt demnächst an. Dann können wir das nächste Mal machen. Und dann führen die zwei Strecken weiter geradeaus. Und die da führt dann hinunter und die führt hinauf, beziehungsweise die, da kann man auch hinauffahren. Eigentlich wäre die jetzt unnötig gewesen, fällt mir gerade auf. Aber egal, so haben wir mehr Weichen, so haben wir mehr Spaß. Perfekt, ich würde sagen, das war's heute fürs Video. Heute mal nur mit Schienen beschäftigt. Nächstes Mal wird eine etwas größere Folge kommen, da die Platten wahrscheinlich dann schon da sind. Und die Platte wird da sein und die ganzen hinteren Sachen werden einmal verschwinden. Also mein Ziel ist es mal, dass wir bis vor Sommer alle braunen Flächen, die wir sehen, alle verdecken können. Und dass wir dann hier hinten, das wird dann in der übernächsten Folge wahrscheinlich passieren, dass wir hier das alles hochbauen werden, damit das auch mal so auf Stelzen steht, damit sie mal schauen, ob das überhaupt funktioniert, aber ich glaube schon. Weil das schon eine ziemlich große Strecke ist, also als Anlaufstrecke. Und falls ihr euch fragt, warum ich diese Strecke nicht weiter hinten mache, also dass ich es vertausche, dass die hinunterführt und die hinauf, weil ich es einfach viel schöner finde, wenn die hinten in den Berg verschwindet, weil ihr müsst euch so vorstellen, dass hier der Bergansatz ja schon beginnt und dann fährt die, verschwindet sie einfach und das schaut einfach viel besser aus, meiner Meinung nach. Also, falls ihr irgendwie Vorschläge habt, Anregungen, Beschwerden, Ideen, schreibt es einfach in die Kommentare an und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Hier ist alles super, hier ist alles cool.